Heute wollen Sie den letzten Schritt machen. Das Ziel, Finale. Und damit, hallo nach Hause. Ja, Wolf, aber das Ziel haben natürlich beide Teams. Dürfte ein spannender Vergleich werden, der uns da bevorsteht. Heute ist es soweit. Halbfinale. Diese beiden Teams gehören zu den besten vier Mannschaften. Und jetzt wollen beide natürlich mehr. Sie wollen ins Finale. Und ich denke, das werden sie auch zeigen. Aduriz. Schöne Flanke. Aduriz. Ganz einfach an den Ball gekommen. Gute Grätsche, er hat den Ball. Aufgrund der Doppelnutzung durch den TSV 1860 München und dem FC Bayern München gab es zur Eröffnung der Allianz Arena 2005 gleich zwei Eröffnungsspiele. Und beide verliefen erfolgreich. Der TSV gewann gegen den Club aus Nürnberg mit 3:2 und die Bayern schlugen eben mal die deutsche Nationalmannschaft mit 4:2. Lustig. Den Ball kann er abfangen. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Da setzt er sich gut durch. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Gute Flanke. Noch besser aber die Abwehrarbeit. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Da kann er sich den Ball holen. Macht er ihn! Und der Ball geht knapp über die Latte. Aduriz. Snyder. Das gibt Freistoß, aber zeigt er auch eine Karte? Per Kopfball. Klasse aufgepasst vom Torwart. Der Ball ist im Tor aus. Es gibt Ecke. Da kommt der Kopfball. Er kommt nicht richtig hinter den Ball. Vorbei. Und so der Kopfball dann nicht wirklich gefährlich. Leider etwas unplatziert, dieser Schuss, und der Torwart hält ihn problemlos. Und er schießt. Wirklich eng. Guter Schuss. Ah, da spielt er lieber mal zum Torwart zurück. Aduriz. Da strauchelt er kurz. Er entscheidet auf Freistoß. Sie wollen das Tempo mitnehmen und haben schnell ausgeführt. Lahm. Balotelli. Snyder. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest.
Lahm. Aduriz. Das war einfach. Und er hat den Ball. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Jetzt haben sie den Ball. Wird das seine Torchance? Macht er ihn. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Eine gute Möglichkeit hier. Es gibt Ecke. Toni. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Der Ball ist drin. Treffer zählt nicht. Da ist die Fahne oben. Gut gesehen vom Assistenten. Schauen wir mal mit drauf, Buschi. Ja, spätestens hier zu sehen. Auf Abseits zu entscheiden war völlig richtig. Pass zurück zum Torhüter. Vidal. Starke Flanke. Den klärt er gut. Die Flanke geht zum Gegner und damit ist der Ball weg. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Den Pass spielt er gut. Super Aktion, gut geklärt. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Aduriz. Toni. Das ist ein Foul. Freistoß. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0:0. Ich bin gespannt, ob hier ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. Ich bin gespannt. Durchgang 2 läuft. Und der Ball ist weg, das war unnötig. Da stand er gut und gibt Freistoß.
Aktion. Gut geklärt. Jetzt gibt's Einwurf. Nicht weit weg vom Tor. Der Kopfball geht ins Aus. Der Ball kommt gut. Gut geklärt, das war wichtig. Guter Versuch, aber der Pass kommt nicht an. Der Einwurf könnte Ihnen jetzt eine Chance einbringen. Lahm. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Das könnte die Chance werden. Vidal. Aduriz. Das ist jetzt eine Chance. Schießt er ihn rein. Das ist der Treffer. Jetzt ist hier alles wieder offen mit dem Ausgleich. Es wird wahrscheinlich noch richtig dramatisch. Sie müssen auf jeden Fall gewinnen und jetzt natürlich Vollgas geben. Ein klasse Abschluss. Er setzt den Ball knapp unter die Latte. Da hat aber auch alles gepasst, Wolf. Den Ball trifft er super. Da mussten wir also bis zur zweiten Hälfte warten. Aber jetzt fällt endlich der erste Treffer. Balotelli. Snyder! Da klatscht der Ball an den Pfosten. Vidal. Und den Freistoß können Sie jetzt direkt versuchen. Gut gehalten. Und weiterhin steht die 0. Klasse Leistung vom Torhüter bis hierhin. Vidal. Und jetzt ein Schuss. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Jetzt haben sie den Ball verloren. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Das gibt Freistoß. Snyder. Toni. Lahm.
Und jetzt wird es Einwurf geben. Schaffen Sie es noch? Viel Zeit bleibt Ihnen nicht mehr. Sie brauchen ein Tor. Irgendwie muss noch einer rein. Sonst war es das. Da geht er vorbei. Vidal. Jetzt schießt er. Und da ist das Tor. Das war's erstmal mit der Führung. Das Spiel steht wieder unentschieden. Und das würde nicht reichen für den Aufstieg. Sie brauchen hier den Dreier. Sie schaffen kurz vor Schluss noch den Ausgleich. Und wer weiß, Wolf, vielleicht wollen sie, vielleicht können sie noch mehr. Vielleicht drehen die das Ding noch. Boah, der passt aber ganz genau. Also 3 Zentimeter höher, da geht er an die Latte. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Toni, Tor, das gibt's doch gar nicht. Kurz vor Schluss treffen sie doch noch. Und dass er diese Chance nutzt, ist ganz klar. Also einfacher kann man es einem Fußballer nicht machen. Der Keeper wird sich nachher schon einige Fragen gefallen lassen müssen. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Rückpass zum Torwart. Schneider. Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Diesem Einwurf könnte sich vielleicht ein Tor hat heute den Unterschied gemacht. Das Endresultat lautet 2-1.